So, wir sind zurück mit einem kleinen Infovideo, denn wie ihr alle wisst, ist nächstes Wochenende schon die Mac Convention in Erfurt 2018. Und da geht es um Mangas, um Animes, um Games, sogar Pokémon, Niantic wird vor Ort sein mit einem Stand in Halle 1 irgendwas, keine Ahnung. Da sind sehr viele YouTuber auch vor Ort und Leute, die man kennt oder Leute, die man nicht kennen mag und hin und her. Dazu kommen wir aber später gleich. Und wir werden uns jetzt mal kurz den Trailer anschauen, damit ihr wisst, was einen da erwartet. Hier in YouTube gebt ihr einfach mal ein Mac Erfurt, dann seht ihr das schon alles. Oben ist auch gleich der Trailer. Hier unten seht ihr auch, da ist auch der Kollege Hong. Der fährt nämlich auch dahin und weil es ja Trend ist, dass jeder ein Video macht über die Mac und dass jeder auf die Mac fährt, eben wie auch Pete Smith, aber gut. Der ist ja auch richtiger Star und tritt da auch auf von hin und her. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt erstmal den Trailer an, weil wenn jeder da hinfährt, dann fahren wir natürlich auch hin. Lassen uns da nicht die Butter vom Brot nehmen. Schauen mal kurz in den Trailer. Trailer für die Mac in Erfurt. Ihr habt es gesehen, da ist richtig was los. Das Ganze läuft 3 Tage und Erfurt, ich meine, hallo, ich bin Thüringer. Erfurt ist gleich um die Ecke, also eine Stunde Fahrt oder so ungefähr. Und da werde ich natürlich hingehen, das ist richtig cool. Dortmund musste ich ja 4 Stunden fahren zur Safari-Zone, aber die Mac in Erfurt lasse ich mir nicht entgehen. Und wir werden alle hinfahren, die Super Sunny ist noch dabei, der Zahnfeed ist dabei, der Hornswoggle ist dabei, der Furzbob ist dabei, da ist jetzt Durican, keine Ahnung, auf jeden Fall wieder die Leute aus den Community Days. Wir werden da gemeinsam rüberfahren, werden uns das alles da anschauen. Und ihr habt auch schon gehört, E-Sports Tournament. Ich habe gelesen, am Freitag ist da irgendwie ein Turnier mit Dragon Ball Fighter Z. Am Samstag ist ein Turnier Street Fighter 5. Und am Sonntag ist ein Turnier mit Tekken 7. Das hätte mich natürlich am meisten interessiert, weil ich bisher jeden Tekken-Teil gezockt habe. Tekken 3 immer noch mein Liebling, aber alle Tekken-Teile waren einfach richtig genial. Aber wir sind leider am Samstag da, wir werden am Samstag rüberfahren, einen Tag lang uns das angucken, hoffen natürlich auch auf ein paar krasse Pokémon, vielleicht gibt es ja doch Buchstaben von Incognito, das weiß man noch nicht, wäre aber möglich, weil Niantic ja auch einen Standort hat, denn es werden die ja auch... Weltweite Nummer 1 mit mehr als... Oh mein 6. Gott, da redet der Schilling einfach los, aus Versehen habe ich jetzt hier drauf gedrückt. Weil es werden natürlich auch die neuen Sachen für die Switch vorgestellt. Let's go Evoli, let's go Pikachu. Und es sind viele bekannte YouTuber vor Ort, wie gesagt. Man hatte auch Lee Floyd gesehen. Oder die anderen möchte ich gar nicht erst alle aufzählen. Aber eigentlich interessieren die mich alle komplett überhaupt nicht. Ich wäre natürlich froh, wenn ich Hong nochmal begegnen würde. Den habe ich auch in Dortmund gesehen, habe ein Foto da mit ihm zusammen gemacht. Und wenn ich ihn da auch nochmal sehe und nochmal ein Foto mit ihm zusammen, irgendwann, ja, keine Ahnung, weiß ja auch, wer ich bin oder so. Wäre natürlich aber lustig, weil ich gucke ja immer seine Videos, deswegen Grüße gehen raus an Hong. Habe in letzter Zeit auch wieder vieles kommentiert und so. Der macht schon seine Sache. Glückwunsch, dass es bei ihm so gut läuft. Auch wenn ich ihn bei Facebook mal frage oder anschreibe, also der schreibt trotzdem relativ früh zurück. Zeitgleich, also das muss man ihm lassen, da kann man ihm wirklich nichts nachsagen, der hat natürlich viel zu tun, aber ist trotzdem sehr fannah, was ich richtig cool finde bei ihm. Und wer mich aber am meisten natürlich interessiert auf der Mac von den anderen YouTubern,
der jetzt nicht so groß in den Raum gestellt wurde, ist aber Sturmwaffel. Denn wer Sturmwaffel nicht kennt, der kann sich den auch mal reinziehen, denn den finde ich lustig. Der hat auch so einen dicken Bart und immer eine Wollmütze auf. Also wenn ich den sehen würde, finden würde, das wäre richtig genial. Was interessieren mich denn hier Iblali oder LeFloid oder keine Ahnung, wie sie alle heißen? Ich will Sturmwaffel. Bam, und den suche ich mir. Aber mal gucken, geht ihr auch auf die Make, schreibt's mal runter in die Kommentare. Vielleicht sieht man ja einen oder anderen von euch. Mich kennt eh keiner, ich kenne auch niemanden. Also wunderbar, so muss es sein. Aber wir sehen uns auf der Make, da werden wir sicherlich ein bisschen filmen, wenn man das darf, und nehmen ein paar Bilder mit. Und dann kommt ein Video über die Make nächstes Wochenende. Aber egal, Samstag sind wir dort. Also bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Puh.